sind. Sieht sehr einladend aus, wa? Da steht er. Wo ist Ashley? Ah! You just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Geht seine Hand schon wieder gut? Das ging ja schnell. I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. Ja, friss ihn auf. Tu mir den Gefallen und friss ihn einfach nur auf. Ja, und das Viech gleich mit. Super. Machst du ganz toll. Aber es ist nicht so schön, wie es aussieht. Für alle Beteiligten. Ah, super. Ja, was wie so ein riesengroßer Alien-Dödel aussieht, ist in Wirklichkeit... Naja, so ein bisschen... Ein bisschen sieht das Viech auch wie... Yes, after this, there'll be one less to worry about. Ein bisschen sieht das Teil aus, zumindest dass es in der Mitte ist, wie Freezer aus Dragon Ball Z. Wie ich da jetzt drauf komme, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich hier machen musste. Es war ziemlich viel mit Quick Action, glaube ich. Erstmal die Arme musste ich irgendwie wegdonnern. Was? Shit. Falsche Tasten. Nein, zurück. Das ging schon mal. Ein daneben. Allgemein mal wieder heilen. Was habe ich denn für die Heilung? Eins. Ich habe 2,5 Sachen. Puh. Oh! Gut, der Arm ist weg und jetzt nur den anderen abschießen. Wo ist der andere? Da. Was? Wo kommt das Ding denn her? Geh weg. Ja, halt die Schnauze. Was? Wer tickelt? Du hast auch Probleme. Jetzt habe ich vor den Armen Ruhe und jetzt muss ich erstmal auf das Auge hier schießen von dem Dingen hier von dem. Ja. Ja, ich tickle auch gleich. Ja, genau, geh auf. Yes, kann ich und jetzt mit der Colt. Komm ich dahin? Treffe ich ihn von hier aus? Ja, bams. Bams. Bams! Scheißegal! Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ich habe gerade... Hier! Ist das Ding noch... Es ist schon wieder zu. Verdammt. Ne, das lohnt nicht. Ich glaube, es war genau der richtige Moment jetzt. Erstmal Erste-Hilfe-Spray. Und... Yes! Gut. Die Colt haben wir noch. Weiter TMP. Erstmal die Arme weg. Genau, der eine... Oh, der andere Arm, der muss doch gar nicht weg. Es reicht doch, wenn der eine am Deck ist. Und jetzt... Oh! What the shit? Immer schön in der Ecke hier bleiben. Komm her. Mistvieh. Genau, jetzt geh wieder auf. Geh auf. Ja, geh... Ja, genau. So. Schnell um die Ecke. Das Allereinfachste wäre da einmal mit dem Raketenwerfer rein zu bolzen. Bolzen. Was? Shit. Aber der ist mir immer noch zu wertvoll. Warum haben wir eigentlich keine Colt-Munition mehr? Haben wir irgendwie automatisch nachgeladen oder? Ich weiß es nicht, aber... Irgendwie haben wir auch kein Leben mehr. Das ist ein bisschen doof. Minenwerfer. Nee, das lohnt nicht. TMP. Au! Shit! Oh, du! Weg mit dir! Sehr gut. Was zum... Was? Was?
Ich glaube, solange ich Resident Evil 4 spiele, bin ich noch nie auf diese Art und Weise gestorben. Schön, dass ich das auch mal sehen durfte. Ich wusste ehrlich nicht, dass ein dieses Viech fressen kann. Man lernt ja nie aus. Okay. Also nur einen Arm wegschießen. Gut, nochmal. Nein, ich will den Abspann nicht nochmal sehen. Ich will die Sequenz nicht sehen. Aus, Ende. Oh. So. Quick Action merken. Weg. Genau. Und jetzt, komm her, du. Oh, den trifft man so total schwer. Oh, den trifft man wirklich unglaublich schwer. Man kann zwar auch nach unten gehen, aber ich glaube, das war keine gute Idee, wenn man nach unten geht. Ja, er geht. Oh, er geht wieder auf. So, jetzt. Zielen, zielen! Leon! 1, 2, 3, 4, 5! Der fünfte, der zählt noch. Warum? Weil ich das sage. Was ich das sage. Boah, knapp. Weg mit dir. Ob man das Auge nicht besser mit dem Schrotgewehr bearbeiten kann? Geht das? Das geht. Irgendwie. So. Ist noch nicht so einfach. Was liegt da hinten eigentlich? Ein Kraut ist das. Oh, das ist total schwierig. Oh, ist das schwierig. Das ist zu bescheuert. Ich nehme die TMP. Dann kill ich halt lieber das andere Viech. Mit dem Schrotgewehr. So, jetzt. Ja, jetzt geh nicht auf! Nein, was? Was ist? Ja, und genau jetzt ist der... Boah, ist das so brechend, das... Ja, ja, leck mich doch am... Bleib doch gleich... Oh. Ja, Schlag, genau, Schlag weiter. Ich bin zwar schon lange tot, aber... Ja, nee, ich weiß, ich habe den Endgegner auch schon mal auf schwierig gespielt und ich habe ihn da auch ohne Raketenwerfer getötet und ich habe geflucht und mit Sachen durch die Wohnung geworfen. Das war schön. Danach durfte ich mir erstmal mein Zimmer neu einrichten. Das war richtig spaßig. Und ich glaube, diesmal wird's auch nicht viel schöner, auch wenn das denn nur der Normalmodus ist. Ich will den nicht sehen. So. Friss mein Schrotgewehr. Hey, 3 Schuss nur, das ist ja echt cool. 3 Schuss nur? Ja, genau, geh schön nach oben. Ja, ja, genau, was? Geht er runter? Er geht runter. So. Salazar, jetzt bist du aber übelst am Arsch bist du, Benner. Ja. Gut. Nochmal. Nur anschießen. Genau, warten bis das Ding weg ist. Kraut, ein normales Kraut dürfte reichen. So, warten bis das Ding weg ist. 3 Schuss reichen. 1. 2, 3, 4, 5. Jetzt ist schon 5, das ist ja super. Und jetzt schnell ins Auge schießen. Wir haben zum Glück noch ohne Ende Munition. Genau, geh runter. Und sofort Call. Ich hab die nicht nachgeladen. Oh, ich spasti, ich hab die nicht nachgeladen. Ja, das lohnt nicht. Gott, bin ich doof. Gott, bin ich. Dann friss halt Minenwerfer. Scheißegal. Lol. Einmal Minenwerfer und zweimal Colt und dann...
Ja. Und der ist die ganze Zeit noch offen und genau jetzt geht er zu. Das ist so unfair. Okay, dritte Runde. Nur anschießen, das Ding. Nur anschießen. Bis der Arm wieder da ist. Nein, er geht runter. Geht er runter? Ja, ach genau. Genau, jetzt muss der runtergehen. Egal, alles oder nix. Gut, das war nix, aber... Ist der noch offen? Sei noch offen, um Gottes Willen. Shit. Erste Hilfe Spray. Und Schrot. Ist der Arm weg? Wieso ist der Arm weg? Warum frage ich eigentlich? Ist doch gut, dass der Arm weg ist. Jetzt. Bevor der Arm wiederkommt. Er geht runter. Super. Was kann ich noch nehmen? Weiß nicht, ist der Minenwerferstärker oder das Ding hier? Ich nehme das Ding hier. Geh auf. Dams! Dams! Oh, du schießt so langsam! Yes! Ich glaube, er ist tot! Tja. Das war's wohl. Puh! Erstmal hole ich mir jetzt den riesengroßen Haufen Geld, der da liegt. Und dann verabschiede ich mich endlich von diesem elendigen Schloss. Das muss echt viel Geld sein. 50.000, yes. Oh yes. Das ist geil. Was haben wir hier noch Feines? Munition für alle möglichen Sachen. Ja, wäre schön gewesen, wenn man sich den Voraus hätte holen können. Aber hier unten hinzugehen, ich glaube, es wäre keine gute Idee gewesen. Ähnlich wie beim Bürgermeister nach oben zu gehen. Aus dem Dorf. Immer besser, wenn man unseren Gegner voll im Visier hat. Okay, das dürfte soweit alles gewesen sein. Bis auf da oben, da liegt noch etwas. Ein Kraut oder... Was wäre es überhaupt gewesen? Grünes Kraut. Ja. Und Pistolenmunition. Jetzt nichts so weltbewegendes. Okay, Leute, dann würde ich sagen, besichtigen wir ein letztes Mal das Schloss. Ich öffne nochmal die Karte. Vor allen Dingen gucke ich, ob ich alles erwischt habe, obwohl die Karte des Schlosses, die sehe ich ohnehin schon nicht mehr. Ach, da ist noch ein Zigeuner. Gut. Und dann machen wir uns auf den Weg zu dieser Insel. Und die Insel, die war spaßig, jo? Die war spaßig. Ist das denn? Ist das der Mond oder was? Oh. Ja, eine Dischschlange, genau. Das musste jetzt doch nochmal kommen, so als Abschiedsge... Wir sind voll? Kann man das direkt kombinieren? Naja, wäre auch zu einfach gewesen. Wir sind echt voll. Wobei... Nein, wenn ich ehrlich bin, das möchte ich nicht. Ich möchte die Waffe leer lassen. Ich möchte die Waffe leer lassen und dafür viele Kugeln finden. Kombinieren wir das dafür. So. Und wo ist die Schlange jetzt? Da hinten. Gib mir ein Hühnerei, ein goldenes oder irgendwas in der Art. Ein weißes. Müsste halt gar nichts. So, was ist das da hinten? Ach, da bin ich hingekommen. Ja, genau. Thank you.
freundliche Musik. Wie lange hatte ich diese freundliche Musik schon nicht mehr? Oh, und der hat den richtigen Stand, der alte Penner. Was verkauft er hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was das ist, möchte ich vielleicht gar nicht wissen, aber... Oh, und er hat hier Zeug. Was ich alles nicht tragen kann, das... Ich sollte vielleicht mal meinen ganzen Kram nachladen. Dann ist das schon mal komplett weg. Das lohnt nicht, das lohnt nicht, das lohnt nicht. Das lohnt. Ja, mach ihn auf den Topf und rein damit. Und zu. Ich muss aber echt was verkaufen. Ich kann da mal ein bisschen sortieren. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und so und hier und da. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 freie Plätze. Das ist wirklich kaum was. Doof. Nun verkaufen wir erstmal was. Got some rare things on sale. What are you buying? Was hast du noch für die Blacktail? Das hört sich ja mal toll an. Die letzten beiden Ups für 40.000, für 60, für 65.000. Und da geht schon unser Geld flöten. Das meine ich nämlich. Am Ende ist alles so schweineteuer. Aber ja, kaufe ich. Thank you. Und jetzt, da wir jetzt unser letztes Up haben, müssen wir eigentlich irgendeine besondere Fähigkeit bekommen. Bei irgendetwas, also Feuerkraft, Feuergeschwindigkeit, ich guck mal, ich weiß nämlich nicht mehr genau, was es war. Thank you. Ach genau, es war exklusiv. Verdammt, ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, dass es dies exklusiv gab. Ja, das ist natürlich jetzt verdammt doof. Jetzt habe ich die Broken Butterfly geupt, aber ich wusste nicht mehr, dass es das gab. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das genau macht. Lohnt sich das, obwohl wir haben 300.000? Ja. Is that all, Stranger? Ich mach's einfach. Es war die Feuerkraft erhöhen, oder? Erhöht die Feuerkraft über die Grenzen der Waffe hinaus für 80.000. Is that all, Stranger? Also wenn das nicht mindestens 4 bringt, dann laufe ich aber gleich amok, du. Oh! Thank you. 4,5. Bob, Bob, Bob. Bauer! Wie komme ich jetzt auf Bauer? Striker geht auch. Ja, und jetzt wird's teuer. Auf 9. Ladegeschwindigkeit. Ja, komm, mach. Kapazität auf 20. Auch. Und noch die TMP. Minenwerfer, der kann mich mal. Ach, dann ist sie auch schon voll. Aha. Auf 250. Und ich habe die gerade nachgeladen. Ja. Exklusiv kostet 100.000. Erhöht die Munitionskapazität der Feuerwaffe. Numerische Werte bezeichnen Geschosse. Erhöht die Feuerkraft über die Grenzen der Waffe hinaus. Für 100.000? Das müsste ich ja schon bald verdoppeln, aber ich mache auch das. Is that all, Stranger? Das war vielleicht ein Griff ins Klo, ich weiß es nicht. Aber mittlerweile sind wir wieder ziemlich abgebrannt. Gut, nein, ich will doch noch was verkaufen. What are you selling? Was habe ich denn, was du haben kannst? Blendgranate brauchen wir da 3 Stück, ich denke mal nicht. Brandgranate brauchen wir auch nur eine. Handgranate behalten. Was haben wir noch Schönes? Das Hühner. Ah, nimmt ja wenig Platz weg. Seidenkristalle. Ah, brauchen wir die noch, die Dinger? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Goldarmreif kannst du auch haben. So. Können wir es jetzt mitnehmen? Ja, können wir. Was ist hier drin? Nein, eine Schlange. Nein, ein Spinell. Was ich jetzt aber nicht verkaufen werde, weil ich da keine Lust mehr zu habe. Ich gehe jetzt direkt weiter. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich der letzte Speicherpunkt der Karte. Ja, und dort vorne ist gleich... Ich glaube, es war unser Boot. Unser Boot, was uns zu der Insel führt. Deswegen würde ich sagen, behandeln wir dieses Thema beim nächsten Mal. Ich werde jetzt speichern. Ja, so. Ja. Jetzt werde ich mir erstmal eine ordentliche Pizza Fungi reinpfeffern und dabei werde ich mir irgendeine dämliche Komödie anschauen. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht.
Ich sag Adieu und bin weg.